herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom WB-Stammtisch. Der 23. Juni wird zweifelsfrei in die Geschichtsbücher eingehen. Eine Mehrheit der Briten hat dann nämlich beschlossen, aus der Europäischen Union auszutreten. Was genau die Folgen von diesem Brexit werden und sein, weiss heute eigentlich noch niemand. Und trotzdem, Fakt ist, die Unsicherheit ist auf gross, in der Wirtschaft, auf dem Finanzmarkt, aber auch in der hiesigen Tourismusbranche. Über den Brexit und mögliche Folgen auf der Walliser Tourismus rede ich heute mit der Marceline Kühno. Rund 5 Jahre ist sie für den Schweizer Tourismus als Direktorin für den Markt in Großbritannien zuständig gewesen. Heute ist sie Bereichsleiterin Tourismus bei Walle Wallis Promotion. Herzlich willkommen am WB-Stammtisch. Merci. Gutes Jahr, seid ihr jetzt wieder zurück im Wallis. Wie hat euch heute geklappt? Sehr gut. Es ist ein schönes Heimkommen. Ich war insgesamt 11 Jahre im Ausland gewesen. Vorher noch in Berlin, nachher 5,5 Jahre in London. Und es ist natürlich schön, jetzt wieder hier zu sein. Es gibt Sachen, die ich vermisst habe. Das Naturerlebnis. Ich kann hier mit dem Velo arbeiten. Das kann ich in London auch. Aber es ist natürlich ein bisschen gefährlicher mit dem Verkehr. Das Ganze, was so ein bisschen die Heimat angeht. Und auch natürlich auch vom Job her. Jetzt kann ich noch an vorderster Front die Heimat zu vermarkten. Vorher musste ich natürlich immer ein bisschen politisch korrekt sein und für die ganze Schweiz reden, obwohl das Wallis natürlich immer ein bisschen vorteilhafter ist behandelt wurde. Nein, aber es ist natürlich schön, jetzt wirklich, ich kann noch an vorderster Front mitschaffen und das Wallis den Gästen lustig zu machen. Ihr habt es selber angesprochen, die Weltmetropole, Berlin, London und jetzt aber hier in diesem beschaulichen Wallis. Ist das nicht ein riesiger Kulturschock gewesen für euch? Überhaupt nicht. Ich meine, jetzt, ich bin ja hier aufgewachsen. Das ist jetzt nicht so, dass das komplett fremd ist. Ich muss gestehen, am Anfang hat es vielleicht ein paar Gegebenheiten gegeben, wann ich wieder habe so realisieren, ja, jetzt bist du zurück auf dem Land. Also, ich komme am Abend um 8 Uhr zu legen auf dem Bahnhof an und will etwas zu essen kaufen und realisiere, ja, gibt jetzt wahrscheinlich nichts mehr, außer ich gehe irgendwo an einer Tankstelle. In London ist sozusagen 24 Stunden Supermarkt offen. Das ist natürlich auch so ein bisschen die, das Kulturangebot, wo eigentlich London ist ja wirklich eine Metropole mit den Museen und mit den ganzen Angeboten, was Veranstaltungen angeht und so weiter. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen meine Devise. Ich bin 11 Jahre weg gewesen. Ich habe das 11 Jahre wirklich voll gelebt und ausgelebt. Ich habe die Zeit extrem genossen. Und es gibt für jedes seine Zeit. Und jetzt denke ich, jetzt ist für mich eine einmalige Chance, auch noch zurückzukommen und hier zu arbeiten und auch die Vorzüge zu genießen, die das Wallis auch euch hat. Wie schon gesagt, auch in diesen 5 Jahren in Großbritannien hat er gelebt. London. Da hört man ja immer verschiedene Klischees über gewisse Bevölkerungsgruppen. Wie ist das mit den Briten? Welche Klischees würdet ihr jetzt im Nachhinein als bestätigt erachten und was sind denn doch eher Märchen oder wo tun wir nicht Unrecht? Also sicher, also jetzt konkret auf die Briten, sie haben irgendwie so der Ruf sehr höflich zu sein, das ist so. Also der Briten sagt er eigentlich an den Kopf, wenn er etwas nicht toll findet, mit den schönsten Worten. Also er ist euch sehr freundlich, aber auch sehr unverbindlich. Also ich weiss, dass ich oftmals geschäftlich telefoniert und da hat man mir gesagt, ja, wir leiten zurück, aber der Rückruf ist nie passiert. Also hat gedehnt. Ja, genau, es hat sehr höflich gedehnt. Ja. Ich habe mich gefreut, hey, die nehmen mich ernst und die werden mir zurückleiten. Also die höfliche britische Art, das wird euch, wenn man bedenkt, wie viele Leute sich zum Beispiel in einer Metro oder in einer U-Bahn in London bewegen und es gibt nie ein Gedränge, es gibt nie ein Gestoss, im Gegenteil, man entschuldigt sich nur, wenn man irgendwie dem anderen ist auf den Füßen gestanden, also wirklich so die Art und Weise, das ist etwas, was ich bestätigt, also das lebt der Brite euch, also ich bin in England angekommen und bin an den U-Bahn-Schalter gegangen und hat mir der Herr da gesagt, hello darling, und ich so, kennen wir ihn. Aber das ist so ein bisschen ihre Art. Heisst ja nicht, dass man da näher sich kommt in Dings, aber es bleibt dann auf der oberflächlichen Ebene. Etwas, was vielleicht jetzt nicht der Brit selber, aber wo man den England oder der UK vor uns hat, ist so ein bisschen das Wetter. Ja, da regnet es doch immer. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also ich habe in diesen 5 Jahren sicherlich hat das Wetter seine Kapriolen geschlagen, aber es ist jetzt nicht so, dass man muss sagen, es regnet viel mehr oder es ist wirklich so immer der Nebel und das ist überhaupt nicht so. Also ich muss leider gestehen, dass jetzt in meinem ersten Jahr, als ich zurück bin, ich in diesem Frühling vielleicht den Meerregen gesehen habe. Und das wird ja schon etwas heißen. Und das hier im Wallis ist eigentlich sehr, sehr untypisch. Ja.
Etwas, was der Brit vielleicht so hat, was wir das Image schon so haben, vor allem wenn man jetzt am Feriengast vom Brit denkt, ja, das sind die, die Party machen und die dem Alkohol sehr zugetan sind. Das ist sicher etwas, was stimmt. Ja. Also man hat sehr viel gesehen am Freitag, am Mittag ist gerade zum Mittagessen, ist der Nachmittag eigentlich dann im Pöpp verbrungen worden. Das ist schon eine Kultur, die der Brite lebt. Ja. Und halt zum Teil so ein bisschen, ins Exzessive, was das kann und betreiben. Also das ist sicherlich nicht alle, aber das Klischee bekommt man bestätigt, wenn man längere Zeit im Ausland ist. Ja. Das Festliche einerseits, auf der anderen Seite auch das Anständige, die Höflichkeit. Das sind vielleicht auch Sachen, die man hier und da in Schweizer Walliser zusagt. Gibt es da Parallelen vielleicht? Oder sind es dann doch eine andere Form von Höflichkeit bzw. eine andere Form von Party machen, was wir jetzt hier gewohnt sind? Oder? Also ich glaube, wenn der Walliser seine Höflichkeit ausspielt, dann hat man sein Herz gewonnen. Ja. Der Brit macht das einfach, weil er so ist. Und das heisst noch lange nicht, dass man dann sich irgendwann mal wieder trifft auf einen Kaffee oder auf ein Bier oder so. Das ist einfach so seine Art. Es ist aber eine sehr angenehme Art. Also so im täglichen Leben. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen, dass es halt eben, wie gesagt, nicht wirklich einen Tiefgang bedeutet. Tagleben ist der Walliser anders. Also wenn wir wirklich die Höflichkeit haben oder ich habe Feedback von Leuten, die hier kommen und wenn jetzt zum Beispiel eine Journalistin, die ins Wallis kommen und die Leute, die treffen und sich wirklich Mühe geben und denen alles zu zeigen, was das Wallis so zu bieten hat, dann ist das nicht eine gespielte Höflichkeit, dann ist das echt. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns schon vom Brit. Jetzt ist ja der Brexit-Entscheid doch eher überraschend gekommen. Wie ist auch damit ergangen, wenn er Nachricht gehört hat? Also ganz ehrlich, ich bin extrem überrascht. Ich habe nie gedacht und ich habe wirklich noch Wetten abgeschlossen, dass das keine Chance hat. Klar hat man im Vorfeld irgendwie gehört, dass es knapp könnte sein, aber ich habe gesagt, wenn es Herd auf Herd kommt, wird der Entscheid keine Chance haben, dass die Briten werden die EU verlassen. Und ich bin extrem überrascht. Ich muss natürlich auch gestehen, dass ich mein Umfeld, das ich jetzt noch kenne, und wenn ich im Kontakt war oder wenn ich mit von den Leuten Feedback bekommen habe im Vorfeld, das ist halt das Londoner Umfeld. Ja. Und London hat ja eigentlich Remain gestimmt. Ja. Das ist ja 60%, die wollen bleiben. Man hat auch so ein bisschen gemerkt, und das ist das, was auf der einen Seite jetzt die Summe verrückt macht und ein bisschen eine Unsicherheit hervorruft, haben wir gesehen, dass ein bisschen die Alters- oder die Generationen gestimmt haben. Also die Jungen haben eigentlich gesagt, in der EU bleiben und es ist eher eine ältere Generation, vielleicht auch ein bisschen traditionellere Werte, die leben und außerhalb von London. Ich meine, London ist eine Metropole, wo so viele verschiedene Nationen miteinander leben. Und das halt wirklich einfach so ein bisschen zur Normacht da ist bei den Leuten, die gleich erhalten sind wie Einreise, die sagen, was heisst das jetzt für uns? Und von dem her war es wirklich so ein bisschen ein ohnmächtiges Erstaunen, wo ich den Entscheid gehört habe. Haben die Jungen vielleicht ein bisschen verpasst? So unterschätzt, verpasst, sich genügend zu mobilisieren? Man darf nicht vergessen, die Kultur abzustimmen oder so ein Referendum, das kommt bei denen nicht so oft vor. Also der Brit ist sich nicht gewohnt, dass er abstimmen geht, wie sie es wir kennen. Und klar, es sind natürlich auch noch so ein bisschen Themen dazu gekommen, die auf der sehr emotionalen Seite gespielt haben, die vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema Angst, die ganze Flüchtlingsthematik, mit der Einwanderung und so weiter, wo jetzt auch die Generation, die dann sagt, nein, wir wollen so, wie es ist und wir wollen da nicht noch mehr Fremde und so weiter, die haben sich sicher besser mobilisiert. Aber jetzt von meinem Umfeld, ich habe dann gefragt, sind denn alle stimmen und die sind wirklich auch gesehen. Ja. Also, aber klar, und was mich ein bisschen erstaunt jetzt so, ohne dass ich das im Detail wirklich kenne, ist, dass halt Leute, die für diesen Brexit sich eingesetzt haben, auf höchster politischer Stufe, man hat jetzt wie so das Gefühl, es gibt gar keinen Plan. Und das ist halt irgendwo, was vielleicht jetzt aber wieder der Ärger oder die Verunsicherung hervorruft. Ja, und jetzt? Was passiert jetzt? Etwas, was wir in der Schweiz auch kennen, aber wir sind es gewohnt, wir wissen, wir machen eine Entscheidung und aufgrund von dem, wir wissen ja auch nicht immer, was die Konsequenzen genau sind. Bleiben wir vielleicht mit den Konsequenzen für den Tourismus selber. Aber die Schweiz und Großbritannien, das ist eine sehr lange Tradition, 150 Jahre, die Briten quasi hier damals der Tourismus auch mitentdeckt, mitgefördert haben, sind heute noch eine wichtige Gruppe. Mhm. 1,6 Millionen Logiernacht im 2015 einfach in der Schweiz. Ja.
ja, wie, jetzt mal ganz allgemein aus eurer Sicht, wie wird sich der Entscheid jetzt vielleicht kurzfristig und nachher über die längere Zeit auswirken? Gerade stehen wir ja im Anfang von der Sommersaison. Wir gehen davon aus, dass jetzt kurzfristig der Entscheid nicht eine grosse Auswirkung hat, weil der Anteil, den die Leute die Buchungen gemacht haben, die sind jetzt getätigt und die werden kommen. Ich glaube, was wir sicherlich müssen beobachten müssen, ist, was hat das für Auswirkungen auf das Wintergeschäft. Da ist, muss man vielleicht dazu sagen, dass eigentlich die Schweiz und auch die Wallis eine grosse Abhängigkeit hat, was die Buchung angeht von den Reiseveranstaltern. Also die grossen Reiseveranstalter, die wirklich Pakete einkaufen, wo der Gast kann buchen kann, seinen Flug, seinen Transfer, nachher sein Hotel mit dem Skipass, Halbpension und so weiter, wo er am Schluss einfach einen Preis hat. Und da hat man jetzt wirklich gesehen, in der britischen Presse, die englischen Reiseveranstalter, die haben sich mobilisiert, die haben gemeinsam die gleiche Message rausgegeben, sie halten die Preise an, ja. Auch wenn das Pfund gegenüber den anderen Währungen, Euro wie auch Schweizer Franken, verliert, die haben natürlich die Währungen ein Stück weit abgesichert für das kommende Wintergeschäft. Das heisst, sie können das jetzt für das nächste Wintergeschäft noch machen. Aber es ist natürlich schon so, wir können Vergleiche ziehen aus der Vergangenheit, wenn vor allem die Währungsthematik hat einen Einfluss auf den Tourismus. Also wenn sich der Franken wird weiter stärken und jetzt sind sie ja heute, glaube ich, 14% gewesen, im Vergleich zu vor Brexit, dann hat das natürlich einen Einfluss auf das Käuferverhalten eines zukünftigen Gastes. Weil ist es Angebot, ist es Ferienerlebnis, wird um das teurer, ohne dass irgendjemand von uns, eine Bergbahn oder Hotel oder Restaurant, irgendeinen Preis hat erhöht. Und heute, klar, mit der Transparenz, die besteht, jeder kann sich im Internet schlau machen, wie viel kostet meine Woche Ferien im Wallis, in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich. Und da gibt es sicherlich ein Gästesegment, das ein grosses Volumen darstellt, wo wir sagen jetzt mal die mittlere Klasse ist, wo sich heute das genau dort anschauen und wo wir sicherlich, ja, müssen schauen, dass wir über die Qualität die Gäste können überzeugen können, zu uns zu kommen. Also wir können uns nicht über den Preis in Zukunft nicht verkaufen. Haben wir noch nie kennen. Ja. Also wir sind noch nie so positioniert gewesen, dass man sagt, die Schweiz oder die Wallis ist eine günstige Feriendestination. Und ihr habt es vorher gesagt, wir haben 1,6 Millionen Logiernächte in der Schweiz von britischen Gästen. Das sind ca. 1 Million Briten, die kommen. Und wenn man die Parahotellerien oder Zürich nimmt, sind etwa doppelt so viel. Das heisst, auf 66 Millionen Einwohner sind wir ein Nischen. Segment, also ein Nischenland für die, die in die Ferien gehen. Und das sind sicherlich auch schon bis anhin die gewesen, die sich ein bisschen höheres Ferienbudget haben geleistet. Und habt ihr auch das Gefühl, aber, zumal es ein höheres Segment ist, aber ihr habt gesagt, Prestige-Gedanke ist immer noch da, die Schweiz als Destination, dass aber durch das, dass vielleicht ein bisschen abgeschwächt wird, dass vielleicht nicht so viel sagen, okay, die 14% Stand heute, was verdient ist, scheicht ist jetzt noch nicht so viel, dass wir jetzt halt auf Werbung oder Zermatt oder wo immer weiter hingehen. Also ich glaube, die Image-Komponente ist enorm wichtig. Ja. Und die Gäste werden sicher diejenigen, die auch genauso Brands wollen. Und die werden dann in Zukunft sagen, ich will in Zermatt Ski fahren oder ich will in Werbung Ski fahren. Ich glaube, da die legen Wert drauf und das ist für sie wichtig, dass sie das können und so kommunizieren in ihrem Umfeld über soziale Medien und so weiter. Und da reden wir halt wirklich von einem Premium-Segment. Ich glaube, was wir vielleicht die grössere Herausforderung haben, ist wirklich, wo wir auch den Reiseveranstalter, und das ist da, wo die natürlich mit der Masse arbeiten. Das heisst, die haben Charterflüge, die jede Woche müssen füllen müssen. Die kommen auf Genf. Ein grosser Teil des Geschäfts geht leider auf Frankreich, aber ein anderer Teil kommt zu ins Wallis und ein bisschen noch die Wattländeralpen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel bei Hitler auf der Webseite, wie sich da die Angebote entwickeln. Also die Tour Operator sagen Hitler, es gibt ein Incentive, wenn man jetzt Winterferien bucht. Und man merkt schon, es geht schon sehr stark über den Preis. Also dass man vielleicht dann noch eine Reduktion macht, wenn man bis zu dem und dem Datum jetzt Winterferien bucht. Weil die haben die Kontingente eingekauft, die haben die Kapazitäten auf der... Mies und quasi. Weil sonst verlierst du Geld, viel Geld. Was allerdings gefährlich ist, die Margen werden immer kleiner. Und am Schluss verdient wie niemand mehr Geld. Und das ist da, wo wir nachher müssen aufpassen müssen, dass wir wirklich sagen... Und ich glaube, auch für uns als Branche, und da sind wir in Kontakt mit den Reiseveranstaltern, wie können wir jetzt unterstützen? Weil die sind die letzten 20, 25 Jahre haben die Business zuerst gebrungen. Und wir müssen denen jetzt wie helfen, dass vielleicht auch in Zukunft sagen, ja, das gibt jetzt vielleicht gerade eine Phase, bis sich das wieder einpendelt, ihnen mit guten Angeboten vielleicht die ein oder andere Zusatzleistung. Ich
bin ich der Fan von Preisreduktionen, aber die eine oder andere Zusatzleistung, die ein bisschen jetzt für die streicht und sagt, hey, ihr seid wertvolle Partner für uns, wir wollen eben in Zukunft haben, damit wir das Business aus England können halten. Jetzt vielleicht der Hotelier selber oder der Betreiber selber, was kann der machen? Ich meine, wir haben schon die Frankenstärke, wir haben sonst schon strukturelle Probleme oder ein Umfeld, das eher schwierig ist. Jetzt kommt noch der Brexit, vielleicht kommt im November noch ein amerikanischer Präsident, der vielleicht auch alles ein bisschen durchschüttelt. Mhm. Was kann der einzelne Betreiber einer Destination machen, der, was es ja schlussendlich merkt, die Auswirkungen von diesen Märkten? Das ist ich denke, wichtig ist, es gibt zwei verschiedene Elemente, die wichtig sind. Ich denke, zentral ist einmal der englische Gast, wie wir wissen, das ist eigentlich sehr ein treuer Gast. Ja. Also der kommt und vielfach, wenn man sie so sieht, kommt und über Generationen. Also da kommt die Großmütter schon seit immer und dann nachher Kinder und jetzt Kindeskinder. Und das ist ja eigentlich das Schöne und ist eigentlich auch der günstigste Gast, wenn man jetzt mal aus einer Marketing-Sprache reden zum behalten. Das heisst auch da, wenn jetzt ein Hotelier seine Stammgäste optimal betreut und ihnen vielleicht wirklich einen Buchungsanreiz bietet und sagt, hey, wenn er wieder kommt, dass wir valorisieren in Form von, ich weiß auch nicht, zum Teil braucht es wirklich wenig. Ein Upgrade in ein besseres Zimmer, nicht etwas, das in der ersten Linie immer sehr viel Geld kostet. Aber einfach auch dem Kunden das Gefühl geben, ja, ich gebe etwas mehr Geld aus, aber ich verkomme und es ist mir es wert. Und dann will ich auch die Betreuung haben. Und auf der anderen Seite ist es euch wichtig, dass wir jetzt als Branche zusammenstehen. Und wir haben vor einem Jahr haben wir eigentlich angefangen in UK. Das haben wir eigentlich alles noch nicht gewusst, dass es dann so wird kommen. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Vor allem für das Wintergeschäft haben wir eine Partnerschaft als Wallis mit der grossen Skihalle im Norden von London, wo über die nächsten 3 Jahre eigentlich alles zum Thema Wallis wird bespielt werden. Das steht schon, oder wie? Die Halle steht. Es ist einfach jetzt quasi die Innenwelt. Also man geht hier Ski fahren. Das ist ein Pisto, man muss sich vorstellen, 140 Meter lang mit ein paar Liften. Und das ist vielfach ist das so ein bisschen der erste Berührungspunkt mit dem Erlebnis Schnee, den ein Engländer hat. Weil jemand kann in England sein Leben perfekt leben, ohne jemals mit dem Schnee in Berührung zu kommen. Weil das ist halt gleich etwas, was der kleinen Gruppe nur ermöglicht wird, wo die Leute in Berührung kommen. Und ich meine, in England gibt es ca. 1 Million aktive Skifahrer. Es gibt ca. 4 Millionen, die es gelernt haben. Ja. Also es ist eine kleine Gruppe, eigentlich. Es ist eine Nischensportart. Und wir haben vor einem Jahr gesagt, zusammen mit Schweiz Tourismus, wir wollen wirklich beim Skifahren, also ganz konkret derjenige, der das Interesse hat, schon Lust machen, in dem Moment, wenn er seine erste Berührung hat. In der Schneehalle wird die ganze Welt wird auf Wallis sein. Das wird im Oktober werden wir die offiziell lancieren. Wir haben mit einem Reiseveranstalter vor Ort, der selber in der Schneehalle ist, Kooperationen, dass die wirklich nachher zusätzliche Packages ins Wallis machen. Also auch in Destinationen, die heute noch nicht in dem Portfolio vertreten sind. Den Kunden bieten wir das an, wir nennen das so «from zero to hero», also von 0 auf 100, wenn man so auf Deutsch will sagen. Vom ersten Skierlebnis, das er in einer Schneehalle macht, nachher wirklich konkrete Angebote in den Walliser Destinationen, dass das nachher das echte Schneeerlebnis kann und kopieren. Und dort auch, wenn wir mit den Reiseveranstaltern Kunden alles bestreiten können, zusammen mit den Destinationen, zusammen mit das kann einem Hotel, der sagt, ich lade jetzt mal meine Partner ein, wir können unsere lokalen Produkte mitnehmen, mit dem Wein, mit dem Raclette und so weiter. Und wirklich vor Ort wirklich Lust machen. In der Schneehalle gehen jedes Jahr ca. 280'000 Menschen Skifahren und die zahlen für 2 Stunden um die 70 Franken, für die 140 Meter auf und ab zu rutschen. Aber es hat ein Gesamtvolumen von ca. 600'000 Leuten, weil da gehen die Eltern mit den Kindern und die Kinder haben da Skiunterricht und so weiter. Und das ist wirklich so, dass wir sagen, ja, da sind wir direkt vor Ort, spezifisches Marketing bei dem Kunden, den wir eigentlich haben wollen. Schon Affinität haben genau, zum Ganzen. Genau, das richtig. Das musst du dann noch schlussendlich überzeugen, für im Winter hierher zu kommen. Zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Blick auf den Sommer. Die Sommersaison kommt in den Gang langsam, aber sicher. Vielleicht auch hier Wallis Promotion, weil ja ein Schwerpunkt auf das Velofahren, auf das Biken setzen. Ist die Topografie im Wallis wirklich geeignet dafür? Oder?
Also wenn ich gerade einen englischen Veranstalter darf zitieren, hat er mir einmal gesagt, die Briten reisen und fährt das Hardcore-Erlebnis. Jetzt nicht alle, aber sie, ich meine, dann vergessen wir nicht, das sind die, die damals auf einer Insel, also die leben auf einer Insel und die haben die sämtlichen Berge im Alpurim besteigen. Die haben irgendeinen so einen Spleen für Hecher in uns und so weiter. In England das Thema Velo, Mountainbike ist ein Riesenthema, aber nicht nur, ist natürlich auch für die Schweiz. Und das Schöne, was wir hier im Wallis haben, mit der Topografie und auch mit, wie das Gebiet erschlossen ist, man kann im Tal unten fahren, auf sehr Nebenstrassen, verkehrsberuhigt. Man kann aber auch ein paar Höhenmeter machen, wenn man denn das will. Also es ist eigentlich vom Erlebnis Velo, wenn jetzt mal Strassenvelo nicht mehr wirklich etwas, was man ideal kombinieren kann, wenn man mit einer Familie kommt, wo die Kinder vielleicht eher leben wollen und gemütlich im Tal und man trifft sich nachher irgendwo am See und tut etwas Feines essen miteinander. Oder beim Mountainbike sind wir da, wo wirklich jetzt sehr viele Destinationen daran arbeiten und das Produkt entwickeln, die Angebote schaffen. Und im Moment, man hat es gerade aktuell in sehr vielen Medien gelesen, ist das Ziel, dass wir die Wertschöpfung im Sommer erhöhen können. Also wenn heute die Bergbahnen in gewissen Gebieten schon wirklich einen grossen Umsatz erzielen, und das ist das Heuwilschine, dem Kunden das Angebot schaffen und dass er das Velo transportieren kann, weil nicht jeder will einen Brieffahrer, aber ein Brieffahrer ist dann wieder spannend und das gibt es ja wirklich auch ein tolles Angebot, dass wir sagen, wir holen die Gäste über das Erlebnis ab, was das Wallis bietet. Und da haben wir wirklich, wir haben so viel Trumpf in der Hand. Und es ist eigentlich schön, dass man jetzt sieht, man tut sich zusammen das Angebot zu entwickeln, damit wir wirklich auch im Wettbewerb da ein paar Ränge gut machen können. Die Tour de France macht ja auch noch Halt im Wallis. Ja. Wie wichtig ist das Event auch für die Vermarktung? Das ist sehr wichtig, also vor allem im internationalen Bereich. Wir haben im Vorfeld Journalisten einladen, weil das ist natürlich ein guter Aufhänger. Die Tour de France kommt in einen Ort, wo ein 400-Seelendorf, da tut sich jeder mal überlegen. Wir haben eine Medienreise international mit 12 verschiedenen Journalisten, die das sind abfahren. Wir haben selber ein Produkt entwickelt, also die Velo Wallis Tour, die man jetzt im Internet anschauen kann. Was kann man im Wallis als Velofahrer erleben? Wir versuchen eigentlich, das wirklich an dem aufzuzeigen, wenn die Besten von der Welt zu uns kommen. Und wir bieten das perfekte Erlebnis für jeden, der Begeisterung hat für das Velo. Ihr selber fahrt euch. Ich fahre euch, ja. Dann wünsche ich gute Fahrt. Dankeschön. Und einen schönen Sommer. Merci. Und auch daheim, merci, habt ihr eingeschaltet. Macht's gut. Merci.